I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her?
Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back? Oh, just... Whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas... I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she was here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear. I'll go away. You'll never... Wait. What are you... No! Let me out! Let me out! Let me in! Was? Was? Zur Hölle? Was? All right, Richard. This is your world. Also jetzt wissen wir wenigstens, wie Thomas gestorben ist, und wir wissen, dass Thomas was in sich hatte. Ich nehme mal an, wir reden vom Dämon und der hat ein paar Leute gefressen. Und halt leider auch Richard seine Tochter. Wie wir auch herausgefunden haben. Hm.
Is this where it started, Richard? The place that broke you? Ja, richtig, Nessie. Made you what you uff, are. Absolut uff, da gebe ich dir recht. Ja, was soll ich dir sagen? Ich bin gleich wieder bei euch. Bin sofort wieder bei euch. Sag mal. Mal ganz kurz. Nice butt, ja, oh, Alice. Was? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber guck mal, das sind deine Krabbelwände, Krabbelhände wieder. Und, hallo Rollstuhl, los reinsetzen, das war nur gerade. Ja, war doch irgendwie zu erwarten, dass sie sich reinsetzt, oder? So. Aber was genau geht jetzt hier ab? Warum spielen wir jetzt den anderen? Vor allem, was sollte dieses Let Me Out von dem anderen? Hat er unendlich Power? Nee, hat er nicht. Es war einfach nur nicht irgendwie anzeigbar. Ich glaube nicht, dass er unendlich Power hat. Ich glaube, der nutzt die einfach nur anders. Ich weiß nicht. Jetzt treiben wir von Thomas den Dämon aus und deswegen sehen wir ihn so, wie wir ihn mit Marianne sehen. Verstehe ich das richtig? Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! This is it. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Ja, ich dachte, wie. Also, der Dude da. Das ist doch Richard. Dachte ich. Der andere, der alte, ist doch Thomas. Wieso jetzt Richard? Hä? Something's not right. Hat er die gleiche Power und das erzählt, wie er zum Dämon kommt? Ich würde sagen, ja. Ich denke mal, das ist so ein Backstory-Ding jetzt einfach. Die Frage ist, warum? Ich find's geil, dass er genauso schnell läuft wie die andere auch. So. Da wird selbst gehäkeltes, da steht Rogen und Vaters Messer. Richard, your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Da ist auf einmal eine Tür auf. Warum ist jetzt eine Tür auf? Father, you forgot your knife. Oh,
Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! But where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. But... no! I don't want you to go! I don't want to go either, son. But sometimes, what we want isn't what's important. Do you understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Von welchem Krieg erzählt das? Vom zweiten? Oder... the sweat of your brow. Okay. You shall rise and you shall fall. Warum konnte ich das jetzt tun? Those tentacles are guarding something. I need to get rid of it. Drücke RT für eine Geisterwelle, aber er macht nichts. Gut, dann ist die Frage, wo können wir unsere Energie mal aufladen? Till you return to the earth from which you came. For dust you are, and to dust you will return. Okay, was war das jetzt? Lass mal nicht so aus. Hast du mit ihm auch eine Spurensuche? Ja, hat man. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Leutnant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Der Betrauerte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, das er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hatte. Der Verteidigungsminister. Grief. Anger. I can work with that. Der ist ein ganz anderes. Okay, dann. Das ist eine ganz andere Art von Medium, der Dude. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Hey, Richard. Bet you can't catch me.